So, servus Leute, wir sind jetzt in Dubai angekommen. Ich wollte euch nicht schon wieder mit dem ganzen Flughafenkram zu hart langweilen, deswegen haben wir es nur kurz mit reingenommen. Wir sind schon jetzt draußen am Flughafen, sind schon rausgekommen, haben unser Visum, alles gut, man kriegt ja einfach nur kurz einen Stempel. Ja, jetzt werden wir zum Hotel gefahren und dann schauen wir uns als nächstes mal das Hotel an, würde ich sagen. Und dann müssen wir, glaube ich, doch mal kurz erzählen, warum wir hier sind. Ja, auf jeden Fall. Ja Leute, Hoteleinfahrt war schön, leider hat der Fahrer uns zum falschen Hotel gebracht. Doof gelaufen, wir fahren jetzt zum anderen. So, hoffentlich sind wir jetzt bei einem richtigen Hotel jetzt. Da sind wir noch mit dem Taxi weitergefahren. Ich glaube, jetzt sind wir richtig. So Leute, wir sind jetzt im Hotel angekommen. Chris und ich waren gerade noch schnell was essen, haben noch eine Pfeife geraucht, sind noch kurz durch die Mall und haben uns hier noch mit ein bisschen Süßigkeiten verstärkt, weil heute Nacht läuft ja der Super Bowl. Für euch angenehme 0.30 Uhr gewesen, für uns 3.30 Uhr gewesen, weil 3 Stunden Zeitverschiebung. Ich habe ja gesagt, ich wollte euch noch erzählen, warum wir denn überhaupt hier sind, weil wir sind nicht einfach nur zum Spaß nach Dubai geflogen. Natürlich ist das Ganze ziemlich geil, aber es steht ein sehr, sehr cooles Shisha-Event an und zwar ist das dieses hier. Das Alfacher 2020 Event. Alfacher hat sich überlegt, die wollen ein bisschen Social Media mäßig was machen, haben sich da Industry Experts gesucht, wie sie es selbst genannt haben, haben noch 3 weitere andere deutsche Jungs eingeladen. Das ist einmal der Chris von Shisha God, der Felix von Smoking Bears und der André von German Smoker. Und wir sind jetzt alle zu Alfacher nach Dubai geflogen, sind auch alle hier in demselben Hotel. Es sind auch Leute aus Russland, aus Spanien, aus Saudi-Arabien, aus der Schweiz. Es ist noch der Sandro da von Swiss Shisha. Der zählt natürlich auch noch irgendwie so mit bei uns dabei. Ja, und wir sind jetzt alle in Dubai gelandet und angekommen und verbringen hier jetzt laut diesem Plan eben 4 Tage. Und uns stehen ein paar coole Sachen bevor. Wir machen sogar eine Wüstensafari, sehe ich tatsächlich jetzt erst in dem Moment. Sehr, sehr cool. Aber der Hauptpunkt wird sein, dass wir uns eben die Fabrik von Alfacher angucken können und sogar auch mal so ein bisschen die Prozesse hinter Research und Development, also wie entwickelt Alfacher Produkte, eben mitbekommen und vielleicht sogar so ein kleines bisschen beeinflussen können und vielleicht so unseren Senf aus unserem, ja, die Deutschen geben wahrscheinlich ihren Senf dazu, die anderen ihre kulturell bedingte Lieblingssoße, sage ich mal. Und ja, wir sehen einfach ein paar coole Sachen. Wir sehen die Alfacher Fabrik, wir können ein bisschen mit den Leuten quatschen, wir kriegen die neuesten Sachen gezeigt, können vielleicht noch ein paar Sachen ändern da dran, man weiß das ja nicht, oder vielleicht sind sie ja auch schon so, wie sie sind, sehr gut. Aber ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannende Tage hier bei Alfacher, die uns jetzt bevorstehen. Und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal dieses krasse Hotelzimmer. Also ohne Scheiß, Alfacher hat sich nicht lumpen lassen, wirklich sehr, sehr krass. Brutales Zimmer, ich quatsch nicht weiter rum, ich zeige euch das einfach mal. So Leute, machen wir mal einen kleinen Rundgang durch das Hotelzimmer, das ist nämlich absolut krank. Hier bin ich mit der Kamera. Es geht ab, es geht ab. Bademantel, ich habe schon getestet. Bad auch überkrass, sieht mega geil aus. Hier ein fetter, fetter Spiegel, 2 Waschbecken, alles schön Marmoroptik. Das ist komplett die Dusche. Toilette mit BD. Keine Ahnung, wie man diese Deckendingens anbekommt. Ich habe es echt nicht geblickt, es gibt keinen Schalter dafür. Es ist mir nicht offensichtlich, wie man das anbekommen soll. Fette Badewanne noch mit drin, auch alles andere als Standard. Hier haben wir noch Kaffeemaschine, Tee, wie sich das so gehört, ne? Mega cool. Und dann haben wir hinten das Hauptzimmer. Einmal haben wir hier vorne eine schöne Sitzecke. Übrigens dachte ich mir so, boah, ich nehme Raucherzimmer, dann können wir schön im Zimmer Pfeife rauchen. Ja, am Arsch Pfeife rauchen. Ja, man darf in Dubai in Hotelzimmern nicht Pfeife rauchen. Dann guckt euch mal dieses King-Size-Bett an, auch mega, mega chillig, oder? Aber was dann echt noch ein Highlight ist, ist dieser Balkon, wenn man nicht behindert ist und diese Tür aufkriegt. So. Das ist dann nämlich echt nochmal ein absolutes Highlight. Riesengroß erstmal. Dann 2 schöne Stühle und einfach komplette Aussicht hier auf den Platz vor der Dubai Mall. Da drüben seht ihr es, The Dubai Mall. Und überall rings um euch herum riesige Hochhäuser. So Leute,
Wir sind jetzt gerade hier noch gemütlich bei mir auf der Couch im Hotelzimmer und ziehen uns den Super Bowl rein. Übrigens ist es hier auch mittlerweile gerade schon, nicht wie bei euch, angenehm kurz nach 12, sondern einfach 4 Uhr morgens. Wir werden den Super Bowl auch wahrscheinlich nicht ganz durchgucken können, weil dann könnten wir auch direkt zum Frühstück gehen. Und ein bisschen Schlaf wäre schon geil nach der anstrengenden Reise. Aber Jungs, ohne Super Bowl gehe ich doch nicht pennen. So, einen wunderschönen guten Morgen aus Dubai. Definitiv zu wenig Schlaf hier am ersten Tag gehabt. Jetzt geht's gleich zum Frühstück. Den Chris hat aber erstmal verpennt. Ich warte gerade auf den und dann gehen wir erstmal frühstücken. Bei so einem schönen Hotel bin ich echt mal gespannt, wie brutal das Frühstück gleich werden wird. Ganz wichtig, ne? Schaut doch mal, wen ich hier gefunden habe. Den Felix und den André. Habt ihr ihn vermisst nach Izmir? Habt ihr ihn vermisst? Ja. Ja, du hast ihn So, der Sandro von Swizzy hat mein Handy da liegen lassen. Ehrlich? Ja, ich glaube. Noch ein bisschen verstrahlt, hä? Ja, muss. Aber du kannst auch gestern keine Shisha geraucht haben. Nein, auch nicht. Weil ist ja verboten. So Leute, das nenne ich mal SWG Reise-Vlog-ception. So, wir waren jetzt gerade frühstücken, jetzt sind wir auf dem Hotelzimmer, natürlich nicht Shisha rauchen, weil das darf man ja hier nicht in den Hotels. Und ja, danach werden wir noch ein bisschen durch Dubai pilgern oder so, bestimmt noch mal in den Pool hüpfen, vielleicht in den Spa-Bereich oder so. Wir schauen mal. Weil der erste Termin heute am Montag, heute ist Montag, ne? Yes. Weil der erste Termin heute am Montag ist tatsächlich erst um 8 Uhr abends ein gemeinsames Abendessen. Und bis dahin können wir zum Glück tun und lassen, was wir wollen. Hä? So Jungs, nach einer kurzen Mittagspause geht es jetzt für uns los. Wir laufen ein bisschen durch die Stadt, gucken uns mal an, was wir so finden. Im Optimalfall gibt es natürlich irgendwo noch ein Pfeifchen. Mit dabei sind gerade der Chris und der Sandro, der André und der Felix. Die sind... Wow, Tür. Die sind gerade noch auf dem Burj Al Arab und danach sehen wir uns dann wieder. So, jetzt sind wir in der Dubai Mall unterwegs, laufen ein bisschen rum, gucken uns einfach ein bisschen rum. Erster Termin ist heute Abend 8 Uhr Abendessen. Die anderen Jungs sind jetzt am Pool, deswegen gehen wir wahrscheinlich bald zurück, chillen ein bisschen mit denen. So, wir sind wieder im Hotel. Allerdings, also wir wollen jetzt an den Pool, allerdings darf man da halt einfach keine Kamera mit hinnehmen. Sehr, sehr nice. Ich versuche vielleicht undercover zwei, drei Sachen mit dem Handy vom Pool zu filmen für euch. Aber ja, Kamera muss jetzt leider hier bleiben. Wir waren gerade am Pool, jetzt haben wir uns entschlossen, machen wir noch eine gemütliche Runde in der Sauna. Also es ist wirklich brutal gut hier, mega, mega schön, ist ein bisschen Entspannung. Wir waren ein bisschen in Dubai unterwegs, wir haben ein bisschen was angeguckt. Nicht immer die Kamera dabei, aber ich glaube, die spannendsten Punkte für euch, die kommen dann wirklich morgen. Heute Abend ist noch das Dinner und morgen fahren wir dann in die Fabrik. Jetzt gehen wir aber erstmal in die Sauna, aber auch da bleibt die Kamera leider im Zimmer. So, aktuelle Mission, Rooftop-Bar finden. Man muss ins Parkhaus anscheinend und einfach den Aufzug wechseln und dann hier Neos, das sollte es wohl sein, hier sollten wir irgendwie zur Rooftop Bar kommen. Da oben, ne? Ich dachte, da wäre das. Oh, meine Ohren! Sind deine Ohren schon zu? Nein, alles gut.
Nein, Ohren schon so? Nein. Kein Problem mit. Warum sind meine Ohren zu? Gibt's auch Zigarren? Es gibt einfach einen extra Aufzug, der nur zwischen dem 61. und dem 63. Stock rumfährt. Alles klar. Wir haben noch kurz auf dem Zimmer gechillt und jetzt geht's aber runter ins Restaurant und im Restaurant treffen wir dann zum ersten Mal alle anderen und ja, Pfeife rauchen, Abendessen, alles zusammen jetzt mit Blick aufs Burj Khalifa über The Fountain hier in Dubai. Einen kleinen Wettbewerb, wir müssen Köpfe bauen und gucken, wer den besten Koch baut. Das bisschen Tabak da unten in der Mitte muss ich noch irgendwie rauskriegen. Aber ich bin Overpack, ich habe Traube genommen, relativ viel, so 60-70%, 10% Minze und den Rest habe ich ein bisschen mit Gammel und Pfirsich abgerundet, weil wir sollen ja auch einen Mix machen, wir sollen nicht nur eine Sorte ballern. Deswegen habe ich noch ein bisschen was dazu gepackt. Ich bin gespannt, habe ich so noch nicht geraucht. Eigentlich hätte ich mir auch einfach Traube Minze bauen können. Aber wir sollten was anderes ausprobieren. Deswegen habe ich gedacht, ein bisschen Pfirsich und Gammel zum Ausgleich noch dazu. Event war richtig, richtig geil. Essen war absolut brutal. Also wirklich heftig, was sie da aufgefahren haben. Die Location ist der absolute Wahnsinn gewesen. Ihr habt es hoffentlich auf Instagram verfolgt. Ich blende euch natürlich auch hier noch ein paar Aufnahmen ein. Alles gut. Aber zu krass. Fette, fette Terrasse neben dem Pool mit Blick auf den Fountain unten, mit Blick aufs Burj Khalifa und da einfach sitzen und Pfeife rauchen. Ein paar Köpfe konnten wir sogar selbst bauen. Es waren Spanier am Start, es waren Russen am Start. Der Sandro aus der Schweiz war am Start. Es war das Al-Fahra-Team am Start und wir waren dabei. Also einfach nur krass. Gute Shisha geraucht, super, super geiles Essen, leckere Drinks gehabt. Jetzt noch kurz auf dem Zimmer runterkommen und morgen geht es dann endlich in die Fabrik und noch viel, viel mehr. Bin ich auf jeden Fall gespannt, da wir über die letzten zwei Tage ultra wenig geschlafen haben. Jetzt noch kurz runterkommen. Dann ab ins Bettchen. Wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen. Guten Morgen. Schmutz. Ey, was machen wir jetzt? Alter, ich muss auf die Zehenspitzen, du bist so groß. Wir gehen. Das ist die Anti-Doppelkind-Camp. Wir gehen in die Al-Fahra-Werke und dann in die Wüste. Safari. Safari, wir gehen auf Giraffen Safari. Gucken, oder was? Ja, und Löwen habe ich gehört. Hat sie ja, auch Tiger, Zebras und Hyänen. Big Five. The Big Five. Spaß. Also Sandro hat es ja schon gesagt, wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Al-Fahra-Werk und danach noch eine schöne Wüstensafari machen.
So Leute, wir sind jetzt beim Werk, aber wir dürfen drin einfach keine Fotos oder Videos machen. Anscheinend, das wäre auf jeden Fall ziemlich beschissen und ziemlich schade. Ich würde es euch super gerne zeigen, aber ja, was soll ich machen? Wenn die sagen, dürfen wir nicht, dann dürfen wir das wohl nicht. So Leute, wir sind jetzt hier im Shisha-Rauchen. Wir haben gerade die Factory-Tour bekommen. Ich hoffe, ich kriege Material zugeschickt, dann zeige ich euch das natürlich. Aber ja, ich konnte auf jeden Fall drinnen nichts filmen. Jetzt sind wir aber hier am Pfeife rauchen, danach gehen wir was essen und dann geht es auf die Safari-Tour. Bin ich echt sehr, sehr gespannt, aber jetzt erstmal ein bisschen Pfeife. Sandro, Yalla. Wie war es rauchen? Kurz, sehr kurz. Groß, aber gut? Ja, es war gut. Wie fandest du die Fabrik? Sehr nice. Interessant mal zu sehen. Du musst da lang, ja. Wir sind beim Restaurant angekommen. Ist einfach ein Golfplatz mitten im Nirgendwo. Aber die Treppe ist auf jeden Fall schon mal cool. Hoffen wir, dass das Essen genauso cool ist. Oder? Auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall nett aus. Leute, wir sind jetzt angekommen im Restaurant, wir haben gerade schon schön gegessen. Jetzt gibt es noch eine Pfeife, zeige ich euch auch noch gleich. Hier warten wir dann und werden gleich noch abgeholt für die Safari und dann geht's weiter. Ich hoffe, dass wir auch bei der Safari ein paar richtig geile Drohnen-Shots holen können. Wir hatten eben sogar noch Angst, dass es hier keine Shisha gibt, aber Gott sei Dank, es gibt Shisha. Deswegen rauchen wir jetzt erstmal ein bisschen. Willst du nochmal das Punkt 12 Intro machen? Dum, dum, dum. Willkommen bei der Tagesschau. Grüße Hello. Nach Deutschland. Matschmann. Tschüss. So, wir sind jetzt in der Wüste angekommen, war ungefähr eine Stunde Fahrt. Jetzt hat man die Wahl zwischen den etwas authentischen Outdoor-Dingern oder den Range Rovern. Ich werde aber auf jeden Fall den Range Rover nehmen, weil auf die Dinger sollte man wohl besser keine Kameras mitnehmen, wurde gesagt. Und im Range Rover ist es auf jeden Fall safe und da ich euch auf jeden Fall mitnehmen will, Range Rover. Sind in der Wüste angekommen. Richtig, richtig krass auf jeden Fall. Ich war noch nie in der Wüste. Ich war zwar schon mal in Dubai, aber ich war noch nie in der Wüste. Und jetzt so eine Wüstensafari noch mitzumachen, ist zwar ein bisschen Touri-like, aber trotzdem sehr, sehr cool, das alles mal zu sehen. Und Leute, ich werde belagert. Das ist jetzt Filmception.
nach einer rasanten Fahrt geht es jetzt weiter zur Felgenshow. Herr Sandro vloggt da drüben auch schon wieder. Ja, also jetzt geht's los mit der Felgenshow. Mal gucken, wie hier die Falken geflogen werden. Ich glaube, ich habe sogar noch nie einen Falken irgendwie so in der Wüste rumfliegen sehen oder so. Auf jeden Fall sehr cool. Machen wir jetzt Double Vlog Intro. Double Vlog Intro. Aber ich habe schon mal ein Intro gemacht. Warte, wir machen es so. Wir machen es so. Das ist so geil, oder? Also auf jeden Fall krass mit dem Falke. Das krasseste, was er am Ende noch erzählt hat, was mich mega geschockt hat, was ich vorher nicht wusste oder niemals gedacht hätte. Der teuerste Falke, der jemals verkauft wurde, 1,5 Millionen US-Dollar. Moin. So, gerade gibt es noch hinter mir Abendessen. Mittlerweile ist es sehr, sehr dunkel geworden in der Wüste. Ihr habt echt absolut keine Light Pollution. Also kein Licht, was irgendwie den Himmel erhellt von irgendeiner Stadt in der Nähe oder so. Sehr, sehr cool. Wir essen jetzt hier gerade. Ja, ich zeige euch nochmal, was es zu essen gibt, wenn das Hauptgericht da ist, würde ich sagen. So, man sieht zwar wahrscheinlich nicht mehr so viel, aber wir sitzen jetzt draußen, rauchen hier noch eine Pfeife und ja, essen wir auf jeden Fall wieder mega, mega lecker. Und ja, ich habe mir ja zum Glück einen eigenen Kopf mitgenommen und den habe ich dann jetzt auch gleich mal gebaut. Ist auf jeden Fall viel, viel besser als die anderen Setups. So Leute, gegrillte Banane mit Zimt, arabischer Bread Crumble oder sowas, Schokobrunnen mit Früchten und auch noch Früchte, wie soll man sagen, so eine Fruchtplatte halt. Also viel geiler wird's nicht mehr. Nachtisch und jetzt ab zur Shisha und Mashallah. Okay, eben haben wir uns noch die schöne Feuershow hier angeguckt und jetzt geht's dann zurück ins Hotel, natürlich wieder per Land Rover / Range Rover. Leute, da das Bad so mega aussieht und direkt hinter mir so eine Killer-Badewanne ist, Wasser läuft, wie ihr wahrscheinlich hören könnt. Und es gibt sogar ein schönes Badesalz. Also würde ich sagen, hüpfen wir doch mal rein in die gute Wanne. So, uns hat gerade nach dem Stream die spontane Lust auf ein kleines zweites Abendessen geschnappt. Deswegen fahren wir nochmal was zu essen holen. Schmutz? Leute, ich bin so voll gefressen. Guckt euch diese Treppe an, das ist nicht machbar. Sandro, trägst du mich? Nein. Chris? Nein. Wir haben doch etwas Sport zum Verdauen hier. Schaut nicht zurück. Geht ohne mich weiter. Warum gibt man eine Zimmerkarte? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich dazu entschieden, lieber direkt zu packen gestern. Und dafür ein bisschen länger zu schlafen. Dafür ist es jetzt 5:10 Uhr. 5:10 Uhr? Ja, 5:10 Uhr. Ich will ins Restaurant. Dafür ist es jetzt 5:10 Uhr. Bis 20:10 Uhr kann ich frühstücken und dann gehe ich direkt zum Bus.
anstatt runterzugehen, zu frühstücken wieder hochzugehen und dann zum Bus zu gehen. Aber ist ja nicht schlimm. Aber so konnte ich wenigstens ein bisschen mal schlafen. Frühstück erfolgreich verputzt. Jetzt geht es weiter zur Town Hall Session. Ich habe eben kurz gefragt, was das eigentlich sein soll, weil ich konnte mir nicht so viel darunter vorstellen. Aber Town Hall Session heißt wohl, dass wir jetzt ein bisschen was über die Geschichte von Al-Fahra erfahren und was da in Zukunft so kommen soll. Aber danach, Leute, haben wir die Mixology Class, wo wir lernen, wie die Sorten und die Tabakdinger angemischt werden. Und da habe ich richtig Bock drauf. Sandro, bitte. Sind wir wieder unterwegs hier. Wir werden zuerst eine Town Hall Session haben, keine Ahnung, was wir da machen. Und danach einen Workshop, wo wir mit Flavor mischen, irgendwas rumexperimentieren können. Und ja, ich bin gespannt, wie das wird. Wie immer ein paar Impressionen von unterwegs und ich versuche ab und zu mal was Schlaues zu sagen. Ha, Intro gerappt. So Leute, wir sind an der nächsten Location, sieht übertrieben krass aus, hätte ich nicht gedacht, dass das so geil aussieht. Wir sind einfach in so ein Warehouse reingelaufen, aber sieht mega, mega cool aus. Ja, hier gibt es jetzt die Town Hall Session, bin gespannt, was das heißt. Leider müssen wir jetzt wieder alles abgeben, das heißt, ich kann euch leider nicht mitnehmen. So, eben hatten wir die Keynote, ich habe euch ein bisschen was mitgefilmt, ich weiß nicht, wie viel ich reinpacken werde, weil es relativ lang ging und ich glaube, dann würde das Video, oder vielleicht mache ich es in einem extra Video, auf jeden Fall werdet ihr es schon irgendwo irgendwie zu sehen bekommen. Aber wir haben da über was Cooles Neues bei Al-Fahra geredet und das will ich euch jetzt noch kurz zeigen. Also, hier seht ihr, was Al-Fahra Neues produziert hat bzw. am Produzieren ist. Ihr lest es schon, Shisha-Based Mixer. Und zwar sind das keine normalen Sorten, sondern es sind, also es ist schon noch mit Tabak, aber die sind hochkonzentriert. Also da steckt viel mehr Geschmack drin als in der normalen Sorte. Die haben auch gesagt, man sollte es nicht pur rauchen, das wäre nicht geil. Werden wir wahrscheinlich aber auf jeden Fall mal testen. Die Namen sind noch Prototypen, auch die Verpackung. Also da könnte sich noch was ändern, aber ungefähr werden die so aussehen. Ihr bekommt so eine Box. Da drin habt ihr dann hier nochmal so einen Zipper und in dem Zipper habt ihr dann eben den Tabak mit der Molasse, aber es ist eben kein Standardtabak, sondern was Besonderes. Ihr nehmt dann davon ein bisschen was raus und packt es in euren Kopf. Warum macht man dann sowas und nicht einfach neue Sorten? Ganz einfach, Leute, wenn ihr 50 Sorten auf dem Markt habt und noch 5 rausbringt, dann habt ihr 55. Wenn ihr 50 Sorten auf dem Markt habt und die Möglichkeit habt, jede davon mit so einer Shisha-Base-Mixer hier zu mischen, dann habt ihr 50 Sorten mal 5 Möglichkeiten, also richtig, richtig krass viel mehr. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Die Idee ist sehr geil, ich hoffe, dass es gut funktioniert. Das hier wird so einfach kalt sein, man könnte es mit Supernova wahrscheinlich vergleichen. Es gibt Rich Cardamom, Cardamom ist natürlich Cardamom. Secret Dream soll so was Cremiges sein, Tangy Citrus, sagt ja auch der Name schon. Wie gesagt, die Namen können sich noch mal ändern. Aber wird so was Zitrusfruchtmäßiges und was jetzt kam, Hammam war, weiß ich gar nicht mehr. Da hatten die noch einen ganz anderen Namen für, erinnere ich mich gerade nicht, aber seht ihr ja im Video, ne? Ja, wird noch ein bisschen dauern, bis die rauskommen, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Idee. So, jetzt geht's erstmal Mittagessen. So, und jetzt hier oben erstmal Mittagessen, bis es dann unten weitergeht und wir die Bases ausprobieren können. So Leute, ich habe mir jetzt hier zwei von den Bases geschnappt. Das eine war der Kardamom und das andere war super cool. Und die werde ich jetzt mit Doppelapfel mischen und dann schauen wir, wie das Köpfchen wird. So, hier seht ihr nochmal den normalen Doppelapfel und hier ist noch der super cool und der Kardamom drin. Ich werde die jetzt mischen und dann hier in der Harmony Bowl bauen. Kann sein, dass er noch ein bisschen Doppelapfel braucht, aber ja, also erstmal ein bisschen mischen und dann wieder auflockern und in den Kopf rein. Und dann haben wir unseren fertigen, fluffig OP gebauten Al-Fahra-Kopf.
So Leute, ihr habt es ja eben im Kopfbau gesehen. Ich habe mir eben zwei von den Bases geschnappt. Einmal den Kardamom, einmal den Supercool. Hab das Ganze jetzt noch mit dem normalen Doppelapfel von Alfacher gemischt. Und werde das jetzt gerade mal ein bisschen rauchen. Angeraucht habe ich schon, aber ich nehme mal ein paar Züge für euch. Ich hoffe, man sieht das hier mit dem Licht, aber Rauchentwicklung geht auf jeden Fall klar. Geschmack ist krass. Also der Doppelapfel ist wirklich, obwohl ihr habt ja gesehen, wie ich das gemischt habe. Also ich habe eigentlich viel mehr Doppelapfel als von diesen Base-Mixen. Und trotzdem schmeckt man die krass raus. Er hat eine schöne Frische am Start, ist sehr ähnlich zu Supernova. Hat einfach so ein kaltes Gefühl im Mund, ohne dass es jetzt irgendwie nach Menthol oder Minze schmecken würde. Also es verfälscht null den Geschmack. Es ist wirklich einfach nur ein bisschen kalt. Dazu der Kardamom, der eigentlich ultra, ultra würzig ist. Also so einen vollmundigen Kardamom hatte ich wirklich noch nicht. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Die Kombi, sehr geil. Also wenn es den zu kaufen gäbe, würde ich mir den auf jeden Fall holen. Ich finde es sehr, sehr lecker. Also Ersteindruck von den ersten zwei Bases, die ich hier mit Doppelapfel gemischt habe, war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich werde aber safe noch andere für euch testen. Ja Leute, wir sind jetzt hier immer noch bei Alfacher im Warehouse, testen immer noch die Bases, versuchen coole Sachen zusammenzumischen. Swizzy Boy ist auch am Start. Natürlich. Ja, wir genießen einfach hier noch ein bisschen unsere Pfeifen, rauchen ein bisschen und ja, coole Location, coole Pfeifen. Saugute Idee mit den Bases. Chrissy Boy ist auch am Start. Ja, Mann. Ja, wir rauchen noch ein bisschen und dann haben wir noch ein bisschen Downtime. Und heute Abend, Leute, gehen wir noch richtig geil weg in Dubai. Okay, die Jungs haben gerade den neuen eiskalten Tabak pur gebaut. Das heißt, okay. Ich werde das jetzt direkt mal probieren. There you go, Polar Freeze Challenge. First challenge, Polar Freeze Challenge. Am I gonna die? Be honest. Let me stay on the other side. Is it recording already? Yeah. Well, hey, what are you doing? Don't kill me. Hey, JC. Wow. The next breath. Yep. Yep. Also, falls ihr euch fragt, ob es irgendwie schwächer als Supernova oder sowas ist, nein, nein. So Leute, ein schöner Tag im Alfacher Warehouse ist zu Ende. Jetzt geht's zurück zum Bus, dann haben wir ein bisschen Downtime im Hotel. Werden wir wahrscheinlich auch wirklich entspannend nutzen das Ganze. Boah, die Abendsonne ist krass, ey, ballert. Werden wir auch wahrscheinlich entspannt nutzen und dann geht es nachher weiter zum Abendessen und dann gehen wir noch ein bisschen weg in der Stadt. Aber erstmal gehen wir zum Bus und fahren wieder ins Hotel. Mashallah, Bruder. Ah, por eso se llama la cazoleta, por eso se llama... Der Tire. Do you guys understand this guy? Wir sind wieder im Hotel angekommen. Jetzt geht es noch in die Sauna. Ein bisschen entspannen. Kamera bleibt ausnahmsweise mal hier. Wir sind ready. Jetzt kommt The Night Out in Dubai. Wir wissen übrigens nicht wirklich, was das heißt. Aber wir sind mal gespannt. Es soll was zu essen geben. Es soll Shisha geben. Es soll coole Locations geben. Karte? Wenn du... What the fuck? Wenn du... Wir rauchen ja Pfeife bei mir, ne? Ja, wir sind... Ja. Ach, komm, so, put. Okay. Uff, Leute. Was war denn das gestern für eine Party? Es waren alle ein kleines bisschen betüdelt danach. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Hat mega viel Spaß gemacht. Es ist schon der nächste Morgen. Und nicht nur der nächste Morgen,
sondern auch der letzte Morgen. Und das heißt, wir gehen jetzt noch frühstücken, dann gehen wir packen und dann gehen wir zum Flughafen. Es gibt noch was Cooles, gibt noch was sehr Cooles, meiner Meinung nach, also ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Es geht beim A380 zurück. Ich bin noch nie A380 geflogen und ich habe Bock drauf. So Leute, hier jetzt das letzte Frühstück. Die ganzen deutschen Kollegen schlafen noch. Ich hänge mit den Spaniern rum. Sachen sind gepackt. Jetzt heißt es Abschied nehmen vom schönen Hotelzimmer und von Dubai. Ja, wir werden gleich abgeholt, dann werden wir zum Flughafen gebracht und dann geht's per A380 wieder nach Hause. So, wir sind zurück. Wir haben gerade noch unseren Tabak verzollt. Ein Kilo hat jeder von uns mitgenommen. Das heißt, 750 Gramm mussten wir noch verzollen. Und dafür haben wir jetzt bezahlt 37 Euro. Geht auf jeden Fall klar.